Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fuel. In der letzten Folge haben wir das erste Rennen der großen Kluft abgeschlossen. Straße zur Hölle nannte es sich und heute wollen wir mit dem zweiten Rennen fortfahren. Straße ohne Ende. Ein Checkpoint-Rennen mit 9 Teilnehmern. Wir fahren Offroad gemischt und wir brauchen ein Muscle Car oder ein Buggy. Wir nehmen dafür den Zero G. Oder wollen wir vielleicht doch was anderes nehmen? Ne, das ist der Zero G, ist ja eindeutig der beste. Dann nehmen wir den auch und let's go. So, da sind wir. Die Intro-Sequenz haben wir bereits in der letzten Folge gesehen, denn wir haben es schon mal versucht. Allerdings sind wir leider gescheitert, obwohl wir sehr gut dabei waren. Wirklich. Boah, was war denn das? So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Ja, wir waren sehr gut dabei in der letzten Folge. Allerdings haben dann ja, gegen Ende die Leute uns wieder geholt. Obwohl wir wirklich lange Zeit Erster waren. Das war schon wirklich ein bisschen schade. Aber wir werden versuchen, dass das in dieser Folge nicht nochmal passiert. Diesen Versuch. Okay. Momentan sind wir Vierte, der Erste nur 50 Meter entfernt. Das ist schon wieder der gleiche. Also jemand mit dem gleichen Auto zumindest. Aber diesmal heißt er Shinji Caleb. Aber er fährt den Wagen von diesem Max aus der letzten Folge. Boah. Warum? Hä, bin ich da echt so schlecht gefahren an der Stelle jetzt? Oder warum haben da so viele Leute mich überholt? Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Oh, wieder ein Jet. Okay, also hier muss man sich wirklich konzentrieren, dass man die optimale Route findet. Und die Gegner dann bezwingen kann. Das Rennen dauert auch ein bisschen. Boah. Ja, okay, danke für den Anstoß. Oh, sehr schön. Erster. Okay, gut. Den ersten Platz hätten wir schon mal. Schon mal ein guter Anfang. Jetzt müssen wir nur versuchen, Erster zu bleiben. Und das ist leichter gesagt als getan. Okay. Ja, wie konnten die Leute mich eigentlich beim letzten Mal holen? Ich habe eigentlich an der einen Stelle habe ich irgendwie vielleicht ein bisschen zu doll abgebremst oder so. Ich weiß es nicht genau. So dass die dann ja, einfach an mir vorbeiziehen wollten, konnten. Ich weiß es nicht genau, was der Fehler war. So, hier kommen wir wirklich immer wieder sehr langsam nur hoch. Aber ich glaube, das ist bei den anderen auch. Herr Stroh. Hinter uns. Komm schon. Ja, ach so, der fährt den Stratospheric übrigens hier. Der Herr Stroh. Hätte ich den mal auch genommen. Hätte ich den auch nehmen sollen. Naja, eigentlich war der... Ist der schlechter, der Stratospheric. So, sehr schön. Erster Platz wieder geholt. Ja, Tatsache. So. Dann versuchen wir weiterhin die Erste zu bleiben. So, diese Kurven darf man glaube ich nicht zu weitläufig nehmen. Diese engen. Ist auch wirklich wichtig, dass man die Erste bleibt. Okay. 9 Checkpoints noch, wir sind noch Erster. Momentan sieht es noch ganz gut aus. Nur mal hoffen, dass das auch wirklich so bleiben mag. Oh, okay, da hatten wir jetzt Glück, dass da auch vor allem diese Bande war. Dass wir nicht runtergefallen sind oder so. Sonst wäre das sehr, sehr schnell mal passiert. Okay. Ja,
Nach hinten gucken geht leider nicht. Ich möchte es eigentlich immer mal wieder gern machen, aber es geht nicht. So, jetzt hier ein anderer mit dem Zero-G. Und da hat er uns tatsächlich überholt. So, das war auch die Stelle, wo wir letztes Mal geholt wurden. Ey, Leute. Ja, was? Alter, hast du da... Habt ihr das gesehen, Leute? Ja, der beschleunigt einfach mal so in einer Millisekunde von 0 auf 100. Offenbar. Ja, das will ich auch machen. So, Spiel. Wenn die KI sowas kann, dann will ich sowas ab jetzt auch können. Okay. Können wir das einrichten? Ja, der erste ist eh schon im Ziel. Ey, Leute. Also, ich verstehe jetzt auch wirklich nicht, was ich da falsch gemacht habe, weil ich bin einfach nur ganz normal um die Kurve gefahren und dann kommen da alle an, so richtig, weiß nicht. Also ramme ich erstmal alle raus. Was ist denn hier los, ey? Diese Crashes sehen auch richtig unrealistisch aus. Also das ist schon wirklich, was soll das, Leute? Was soll das? Ja, jetzt dürfen wir das ganze Rennen von vorne fahren. Ja, irgendwie habe ich den Dreh noch nicht so ganz raus, habe ich so das Gefühl. Man muss wirklich bei diesen Engkurven richtig drauf achten, sonst brettern sie dir da alle rein und nehmen dir sofort die Pole Position weg. Hier kann man wenigstens oder auch nicht. Ah, Mann. Ja. Ich wollte sagen, man kann da eine gute Abkürzung nehmen, was die anderen Leute halt nicht machen. Aber wenn man es natürlich verkackt, so wie ich, dann klappt das natürlich nicht. So, 9 Kilometer. Muss man hier auch echt fahren. Mensch. Okay. Habe ich vielleicht irgendein Thema, über was ich reden könnte? Fällt mir da spontan was ein? Ich überlege gerade. Nicht so wirklich. Ich nehme das hier übrigens gerade an einem Wochentag auf. Das ist mal was ganz Neues. Normalerweise nehme ich ja immer nur am Wochenende auf. Weil ich ja unter der Woche normalerweise Berufsschule und Arbeit habe. Aber diese Woche ist das anders. Ich habe nämlich heute, ja, im Prinzip fast den ganzen Tag frei gehabt. Abgesehen von einer kurzen Sache, wo ich kurz zur Berufsschule fahren musste. Aber ansonsten war frei und das war wirklich, ich habe diesen Tag jetzt... Oh, du hast den Checkpoint aber nicht genommen, ja? Ich möchte, dass das gewertet wird. ja, den ganzen Tag sonst frei. Und, och nö, Leute. Leute, Mann, ey. Also, was ich sagen wollte, ich habe den ganzen Tag sonst frei und ich habe heute, ja, den Tag gleich mehr fürs Aufnehmen genutzt. Eigentlich habe ich ja erst letztes Wochenende aufgenommen, also vor ein paar Tagen. Am Samstag nämlich habe ich hier dieses Spiel aufgenommen. Aber ihr wisst ja, aus der Aufnahme wurde nichts, beziehungsweise die Aufnahme hat nicht funktioniert. Die Bildaufnahme zumindest. Somit habe ich dann alles, was ich an dem Tag aufgenommen habe, in eine Folge zusammengepackt. Ja, und somit muss ich jetzt schon wieder aufnehmen. Ja, war natürlich nicht so geplant gewesen ursprünglich. Aber was sollen wir machen? Wenn es so ist, dann ist es so. Naja, einen Vorteil hat die ganze Sache ja wenigstens. Und zwar kommen wir im Spiel schneller voran, weil ich ja dann in dieser 2-Stunden-Folge
natürlich deutlich vorangekommen bin jetzt im Vergleich zu einer normalen 20 Minuten Folge. Und somit geht's deutlich schneller voran. Das ist aber auch schon der einzige Vorteil. Sonst hat das eigentlich nur Nachteile gehabt, dass das so geschehen ist mit der Aufnahme. Ja. So, wir sind momentan Erster. Ey, weil dieser Wagen, ich mag den noch irgendwie nicht. Oder beziehungsweise mit dem Offroad zu fahren, ist irgendwie nicht so. Macht nicht so viel Spaß, weil der ist schon so ziemlich rumrutscht irgendwie. Boah, weil guck mal, wie soll ich hier von der Wand wegkommen, ey? Da muss ich ja im Prinzip reinfahren. Und das geht's ja kaum. Guckt euch das an, wie der auch hier wegrutscht. Also, wie früh ich da die Kurve im Prinzip nehmen muss. Ja. Und dann ist er offenbar langsamer als. Och nö, Leute. Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber ich gebe noch nicht auf, Leute. Der erste ist jetzt nur 200 Meter weg. So, wir sind schon wieder Dritter. Ey, Leute. Langsam geht mir dieses Rennen irgendwie auf die Nerven. Weiß auch nicht wieso. Wegen diesem Fahrzeug, ich mag das nicht. Und auch wie langsam man hier hochfährt. Ich habe das Gefühl, die anderen sind hier viel schneller. Mein Gott, fahr doch. Boah, wie man echt diesen richtig steilen Berg hier hochfahren soll. Das ist schon heftig. So. Wir sind Dritter. Der erste ist schon wieder 400 Meter weg. Alles klar. Ja. Wie konnte der jetzt so schnell da sein, auch wenn er durch gegen den Baum gefahren ist? Kann ich nicht nachvollziehen. Ich gebe dir hier wirklich auch die ganze Zeit Vollgas, aber es hat nicht den gleichen Effekt. Mein Gott, Mann, dieses blöde Fahrzeug, ey. Es geht mir echt auf die Nerven. Wie das die ganze Zeit so rumdriftet. Guck mal, guck dir das an, wie ich das ausgleichen muss hier. Da stehe ich schon quer, einfach. Und dann muss ich erst wieder zurücklenken, also. Das ist irgendwie nervig, dieses Teil. Auch wenn es das Beste ist von der Leistung her. Alter Mann, jetzt. Oh. Ey, ich kann das so schlecht kontrollieren irgendwie. Ich weiß auch nicht. Der erste hebt sich natürlich richtig ab jetzt mit 800 Metern Vorsprung. Klar. Ist klar, Leute. Ach man, was ist denn das schon wieder hier? Das Rennen macht keinen Spaß. Vielleicht hätte ich doch ein anderes Fahrzeug nehmen sollen, aber. Guck mal, so nimmt man die Kurve, glaube ich, richtig. Ja, ich habe doch keine Chance mehr jetzt. Danke für den Anstoß. Ja, ihr seid sowieso alle viel schneller als ich. Nee, ist auch wieder nichts geworden, ey. Was soll ich hier machen, Leute? Was soll ich hier machen? Soll ich doch ein anderes Fahrzeug nehmen? Aber irgendwie, da bin ich doch noch langsamer. Das bringt doch auch nichts. Hör auf. So. Ja, mich überholen und dann vor mir langsamer werden, oder was? Was ist denn das für eine Taktik? So. Okay, der erste ist jetzt nur 100 Meter entfernt. Das geht ja noch. Nein, links rüber. Oh Mann, ey. Das Fahrzeug ist so schlecht und
Das Handling stimmt nicht mit der Leistung überein einfach. Wenn das Fahrzeug so schnell ist, muss es wenigstens auch ein bisschen, ne, kontrollierbar sein, aber das ist hier einfach nicht gegeben. Hey, guckt euch das an, Leute! Was? GeForce Game Ready Driver ist verfügbar. Ja, danke für die Info. Das war jetzt so wichtig, dass mir das während dem Spiel eingeblendet werden muss. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das in der Aufnahme auch zu sehen ist. Wahrscheinlich nicht. Aber wissen tue ich es nicht. So. Können wir das überhaupt noch irgendwie hinkriegen? Also wirklich, das, die Steuerung mit dem Fahrzeug ist nicht leicht. Man muss so echt ewig im Voraus im Prinzip lenken. Komm schon, und jetzt Gas geben. Ah, und dieses Driften sollte man gar nicht so nutzen, weil es bringt gar nichts. Das Driften von dem Fahrzeug. Nein. So, da sind die ersten beiden. Guck, da sind sie doch ganz in der Nähe. So, ich gebe Vollgas. Boah, aber die fahren mir echt davon. Bisschen zumindest. Komm schon. Die kriege ich noch. Los, los, los. Perfekt. So, da ist der erste. Komm schon, das können wir schaffen, wenn wir jetzt alles richtig machen. Komm, 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 komm. Gas geben. So, dann hier direkt abbiegen. Ich gar nicht darauf einlassen. Sehr schön, erster. Vorerst. Und wieder ist jemand anders hier auf dem zweiten Platz, also... Ich glaube, die Fahrer tauschen gegenseitig die ganze Zeit ihre Wagen aus. Anders kann ich mir das nicht erklären. So. Sehr schön. Also man denkt das gar nicht, dass man sich eigentlich so konzentrieren muss, wenn man mit diesem Wagen fährt. Aber es ist wirklich so, sonst kommt man hier nicht als erstes ins Ziel. So, komm schon. Wir sind fast da. Wir sind doch fast da, Leute, oder? Na wohl, nee, ist ja noch ein bisschen. Ich hab das jetzt verwechselt. Ey, ey, ey. Bleib doch gerade, Mann. Ey, was war denn das, Leute? Ich wollte doch nur geradeaus fahren. Und dann irgendwie plötzlich kommt das Auto ins Schleudern. Das kann doch gar nicht sein. Ja, aus dem Weg, bitte. Nein. So, zweiter. Wo ist jetzt der erste Mann? Hat er sich jetzt schon wieder abgesetzt hier, oder was? Boah, das kann doch kaum sein. Da hinten ist er. Ey, Leute. Was ist das für ein blödes Rennen? Das kann doch wohl kaum sein. Wo ist der denn? Kann ich den irgendwie noch irgendwie erreichen? Nein. Nö, ist schon im Ziel. Oh Leute, was ist das für ein blödes Rennen? Ja, ich werde es jetzt offscreen machen, weil wir sind bei 20 Minuten angekommen, haben nichts geschafft. Übrigens schon seit langer Zeit mal wieder, sonst muss ich das gar nicht mehr machen bei dem Spiel hier. Aber gut, ich spiele es jetzt offscreen. Zeige euch die letzten Momente und ja, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ja, es sind jetzt genau 2 Wochen und 4 Tage vergangen seit der letzten Szene, die ihr gesehen habt. Ich habe das dann an dem Tag nicht mehr geschafft, das Rennen abzuschließen, Straße ohne Ende. Deswegen werde ich es heute nochmal versuchen, jetzt 2 Wochen später in etwa. Ich musste mich jetzt vor dieser Aufnahmesession erstmal wieder daran erinnern, was überhaupt Sache war. Ich hatte das nämlich alles schon wieder vergessen.
Deswegen, ich werde es jetzt nochmal zocken, natürlich offscreen und euch dann hoffentlich am Ende das Ergebnis zeigen können. Hoffentlich auch ein gutes Ergebnis dann. Also, bis gleich. So Leute, ich bin auf der Zielgeraden, bin Erster. Und jetzt muss ich nur noch zum Ziel fahren und dann haben wir es geschafft, Leute. Oh. 5 Minuten 7, 14, ey. Ich habe jetzt erst wirklich so spät angefangen zu reden hier bei dem Rennen, weil ich einfach Angst hatte, dass ich dadurch, dass ich jetzt früher anfange zu kommentieren, dass ich dann dadurch Fehler mache. Deswegen habe ich jetzt erst direkt vor der Zielgeraden, also direkt vorm Ziel erst quasi wieder kommentiert. Also das auch reingeschnitten, meine ich jetzt. Ja, ich habe jetzt ungefähr, weiß nicht, 2 Versuche gebraucht. Also es ging eigentlich. Also wenn man sich wirklich konzentriert, dann und vor allem mal wieder eine längere Pause gemacht hat, ich glaube, dann hat man wirklich gute Chancen. Okay, wir haben 33.300 Fuel gewonnen. Die Sensenmannhose haben wir gewonnen, okay. Den Herausforderungs-Doppler-Truck auch noch entdeckt. Gut, dann war es das jetzt mit der Folge. In der nächsten Folge werden wir voraussichtlich mit dem dritten Karriererennen fortfahren. Verlorener Horizont, ein Rundrennen mit 9 Teilnehmern. Wir fahren Offroad gemischt. Wir brauchen ein Motorrad. Was haben wir hier? Was wollen wir hier nehmen? Können wir uns das schon mal aussuchen, oder? Okay, Volkira. Moment, wie? Ich hatte das nochmal nachgeschaut, wie man das ausspricht, ne? Leute, lasst mich kurz überlegen. Mist, ich hab's glaube ich schon wieder vergessen. Volcray. War's nicht so? Nein, ich weiß es nicht mehr, Leute. Es ist auch egal, es ist einfach egal. Okay, dann nehmen wir das wahrscheinlich. Dieses Motorrad hier. In der nächsten Folge für dieses Rennen. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Fuel und ciao.